Mit Knie hat gutes Spiel gemacht, zweimal alle getroffen, viele Chancen verballert, 0-1 verloren. Wie bitter ist so ein wichtiges Spiel so zu verlieren? Ja, ist sehr bitter. Ich glaube, jeder hat das Spiel gesehen. Hatten schon nach 15 oder 20 Minuten, hätten wir sogar schon den Deckel drauf machen können. Wenn wir die ersten zwei, drei Dinge reinmachen, steht es 2-0. Haben wir leider nicht gemacht. Dann kriegen wir das 1-0, dann laufen wir hinterher. Und trotzdem hat meine Mannschaft so keine Sekunde irgendwie sich hängen lassen oder weniger gemacht. Ich glaube, es war über 90 Minuten ein Spiel. Mehr oder weniger auf ein Tor. Und das Tor hat leider gefehlt und dann verlierst du halt so ein Spiel. Man kann es ja noch nicht mehr ändern. Man hat auch viel richtig gemacht. Was haben sie denn falsch gemacht, dass sie das Spiel verloren haben? Außer, dass sie Pech hatten. Ja, ich glaube, dann die 4-5 Zentimeter fehlen dann zweimal. Ich glaube, ein Tor hätte uns extrem gut getan. Dann wäre vielleicht auch das zweite gekommen. So müssten wir wieder anlaufen. Haben es auch trotzdem gemacht, haben immer wieder Torchancen kreiert, die leider nicht dann in Toren umgesetzt würden. Das ist halt, den Schuh müssen wir uns anziehen und das müssen wir zur nächsten Woche besser machen. Man kann ja erhobenen Hauptes hier vom Platz gehen, trotzdem nerven solche Liederjagen selbst die Reporter ja am meisten, wenn man 1-0 verliert und eigentlich die bessere Mannschaft war. Ja, so geht es mir genauso. Es bringt jetzt auch nichts irgendwie drauf zu haben, weil es ein sehr gutes Spiel war. Trotzdem müssen wir ein paar Sachen verbessern. Ich glaube, alleine wenn wir dann irgendwie gar keine Torchancen mehr vom Gegner zulassen, können wir auf jeden Fall zu Null spielen und da müssen wir auf jeden Fall den Hebel ansetzen. Jetzt ist wieder enger geworden im Abschiedskampf. Gut, das erste Westfalen-Pokal, trotzdem ein bisschen nervig. Immer wenn der Moment da ist, wo man sagt, man kann ein bisschen Beruhigung schaffen, wieder der Rückschlag, zumindest ergebnistechnisch. Ja, ist jetzt, glaube ich, das dritte, vierte Mal, dass sowas vorkommt. Trotzdem, jammern hilft nicht. Wir müssen das jetzt so hinnehmen und müssen uns dieselbe Situation, die wir jetzt hatten, nochmal erarbeiten und dann werden wir sie auch nutzen. Danke, Mitch Schnier. Danke auch.